Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Midtjylland gegen Celtic Glasgow. Da sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Das macht er richtig gut. Zverchenko. Das könnte was werden. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. El Yunusi. Callum McGregor. Odson Edouard. Brown. Chance zur Führung. Callum McGregor. Brown. Guter Einsatz, das war wichtig. Er passt ihn auf den Flügel. Kann er was draus machen? Macht er das Tor? So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nehmen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Callum McGregor. Christophe Ayer. Brown. Gut durchgesetzt, gefährlich. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans von offensivem Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sie haben den Ball. Christoph Ayer. Callum McGregor. Odson Edouard. Callum McGregor. Brown. Odson Edouard. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Spielt den Ball. Ganz stark. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Da verlieren sie den Ball. Odson Edouard. Gute Chance. So, die Chance jetzt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt kommt die Ecke. Ja, sie können erst mal klären. Callum McGregor. Gutes Tackling hier. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Callum McGregor. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Callum McGregor. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Chance jetzt. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Er ist der Aufbau, spielt der Aufbau mit viel Geduld. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Heißt es also jetzt.
Erik Swiatchenko. Pass zurück zum Torhüter. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ja, schwacher Ball hier. Zwei Minuten werden nachgespielt. Siehst du. Schönes Zuspiel. Chance zum Anschlusstreffer. Vier Treffer nach 45 Minuten. Da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3:1. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jonjo Kenny. Brown. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, könnte was werden. Sie verlieren den Ball. Vielleicht die Konterchance. Klasse, aufgepasst, er hat den Ball. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ballbesitz verloren. Schönes Zuspiel hier. Er kann es machen. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Erik Swiatchenko. Der Pass zurück zum Keeper. Guter Vorstoß, kann was werden. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Und jetzt wollen sie wechseln. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Erik Swiatchenko. Da kommt der Pass. Was macht er draus? Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Callum McGregor. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Vorne jetzt die Balleroberung. Jetzt wird's gefährlich. Noch nicht vorbei. Chance zum Anschlusstreffer. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihnen dann doch nicht machen. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an.
Odson Edouard. Callum McGregor. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Zwerchenko. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Das ist jetzt eine Chance. Und sie haben den Ausgleich. Richtig gut. Bis zum Ende. Alles geben. Und jetzt werden sie belohnt. Ja, was für ein Tor. Wichtig hier in der Nachspielzeit. Das ist der Ausgleich. Und das zeigt vor allem, dass die Mannschaft intakt ist. Hier nochmal dieser Treffer. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.